Kibam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir waren hier stehen geblieben, dabei Sam Mara zu rekrutieren, und jetzt müssen wir hier den Namen eines Schiffes für sie herausfinden, und dafür reden wir jetzt mit dem Händler Pitney vor. Hallo Pitney. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Reden Sie. Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Hm, kurz was essen. Arbeiten wir zusammen. Eclipse will ihr Blut und ich brauche ihre Hilfe, um in die Basis einzudringen. Sollten wir uns nicht zusammentun? Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Das ist ihre eigene Schuld. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Ich brauche einen Schiffsnamen. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Interessant. Gut, neue Aufgabe, Eclipse-Versteck angreifen. Das wollen wir tun. Dafür müssen wir in diesen Fahrstuhl und die Konsole benutzen. Da fehlt mir jetzt echt die random Fahrstuhlmusik. Die gab's in Mass Effect 1 gab's die noch. So eine richtig schöne. So eine richtig schöne Fahrstuhlmusik. Feinde! Was schon? Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Einstellung. Lame? Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Einstellung. Nee, ist klar. Was zur Hölle? Shepard, meine Scans bestätigen, dass die Chemikalie die Bionik verstärkt. Aber eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. Das habe ich mir fast gedacht, weißt du das, Edi? Was zur Hölle? Ah! Das habe ich nicht gesehen! Stirbst du wohl? Oh mein Gott. Stirb. Stirb. So. Was noch mehr? Ist gut jetzt langsam. Ich war schon längst tot. Was schießt du weiter, Zane? Gut, hier mal ein ruhigerer Bereich und wir finden die Sturmschrotflinte des Skimitar. So. Die können so gut wie alle benutzen. Das ist gut. Schrotflinte. It's a me, Schrotflinte. Haben wir auch jetzt dabei, nehme ich mal an. Ja. Aber die brauchen wir nicht. Die brauchen wir erst später. Und jetzt gehen wir hier rein. Sie werden dir nichts tun, aber ich. Hm.
Lass es. Mädchen, lass es. Halt! Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Wie auch immer, tun Sie einfach so, als würden Sie weiteratmen. Ich gehöre nicht zu Ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Nein, ich werde sie nicht einfach abknallen. Es steht hier 3-1. Sie hat sowieso keine Chance. Was ist mit den Söldnern? Was läuft hier, das Ihnen nicht gefällt, Elnora? Ich dachte, wir fliegen durch die Galaxie und erledigen Bösewichte und so. Aber stattdessen verkaufen sie roten Sand und illegale Waffen. Sie haben sogar eine Adat Yakshi hier weggeschmuggelt. Adat Yakshi? Was bedeutet Adat Yakshi? Das ist ein altes Asari-Wort für etwas. Ich hatte immer gedacht, das wäre reiner Aberglaube. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Ich dachte, sowas gäbe es gar nicht. Aber die Chefin meinte, die furchterregende Dame sei genauso etwas. Was ist mit dem das hatten wir doch schon. Schiffsname. Welches Schiff wurde für den Schmuggel benutzt? Wow, ich habe keine Ahnung. Das war vor ein paar Tagen und ich bin neu hier. Sie haben mir gar nichts gesagt. Gehen Sie. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Gut, normalerweise hätte ich sie umgebracht. Rein schon, weil ich sie nicht mag, aber gut. Ergebnis herunterladen. Wenn du das sagst, Energiezellen nehmen wir auch noch mit. Dann renne ich fast gegen eine Wand und dann können wir weitergehen. Aber nicht zurück. Weiter wäre schön. Schnappen wir uns die Eclipse. Bereit. Brand, das war meiner. Na komm. Schieß ich halt alles daneben. Hör auf zu schreien, mein Gott. Wow. Giftwarnung, oh super. Wir haben super Biotik-Kräfte, die uns nichts bringen. Tolle Sache. Noch eine. Es ist Schluss hier. Party ist vorbei. Ich hab da hinten noch jemanden gesehen. Na komm. Ich brauche das. Das war's. Sauberer Kill, danke Thane. Wenn du das sagst, bedeutet mir das was. Gut, wohin führt dieser Weg? Ruhemodus beendet. Weiter, so wie es aussieht. Verdammt, hier wollte ich noch gar nicht hin. Macht das mal, Jungs. Viel Spaß. Und nicht draufgehen. Ich will noch ein Terminal hacken. So viel dazu. Jungs, ihr solltet die da oben... Na, schon gut. Sie sind ja nichts ohne ihren Anführer. Wow! Das war's für dich! So. Ja, schieß halt daneben, Shepard. Ist okay. Was ihr da hinten vorhabt, gefällt mir nicht, aber da ist jemand. Zwei sogar. Okay, kümmern wir uns erst um die da hinten. Verbündeter offline. Jetzt geht auf! Sag mal! Stehst du wieder auf? Nö. Nahkampf. Wow, 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 wow. Lässt du das? Scheiß Mac.
entdecke. Er hatte keine Arme mehr. Das war fast schon unfair. Ach, da hinten sind noch welche. Wer hätte es gedacht? Oh. Tschüss. Credits für mich. 100 Credits für mich. Weiter geht's. Was für ein Pawntraum. Okay. Och nö. Was brüllst du so? Du lebst noch. So, jetzt nicht mehr. Mein Gott, wie sie schon immer brüllen, wenn sie schon tot sind. Jäger. Was zur Hölle macht der Jäger da hinten? Wow! Cool, ich habe dich verdammt. Schluss jetzt! Ab in die Haie! Platin? Platin? Danke! Jäger? Was macht dieser Jäger da? Stirb, Jäger! Stirb! Jäger, bleib stehen! Verdammt, keine Munition mehr. Jäger! Verdammt. Ihr schafft das schon, Jungs. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Sehr schön. Ja, ich freue mich, ich sterbe. Wow! Ah, weg hier! Nein, 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 the next one is you. And you. Keine Munition mehr. So, jetzt ist Schluss. Ich hab genug von euch. Muni, Muni. So, jetzt solltet ihr auch mal wieder ein bisschen mehr Munition haben. So, hier finden wir nochmal ein paar Sachen. Eine Datei lesen. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundinnen werden beim nächsten Besuch zu Hause total neidisch sein. Elnora war die Mörderin. Wenn wir gewusst hätten. Ob dieser Detective das wohl sehen will? Davon gehe ich aus, Grunt. Wir werden sie davon in Kenntnis setzen, sobald wir sie sehen. Düb, düb, düdelüdelüb, düb. Zu viele Gänge. Aktivierung. Och nö. Mädels, was soll denn das? Kampfsysteme hochgefahren. Wie ich fast sterbe. So Leute, was jetzt kommt, weiß ich allerdings. An die Szene erinnere ich mich, weil ich hier das bei meinem ersten